Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir ein Sauerteig-Basic-Brot. Wenn du die deutsche Variante willst, ein Sauerteig-Standardbrot. Das ist so ein Brot, das ich backe, wenn ich am nächsten Tag ein Brot essen will. Es ist super easy, es ist mit Sauerteig gelockert, wir haben sogar noch Vollkorn drin. Keine Hexerei, aber es ist immer gut, so ein Rezept zu haben. Ich mache zuerst eine Autolyse, 680 Gramm Wasser und total 1 Kilogramm Mehl. Bei mir 850 Gramm Weizenmehl Typ 550, du kannst auch 812er nehmen, und 150 Gramm Weizenvollkornmehl. Küchenmaschine starten und alles zu einem Teig mischen. Dann für 30 Minuten bis eine Stunde zugedeckt stehen lassen. Der Teig steht jetzt bei mir 30 Minuten zur Autolyse. Jetzt geht's weiter. Ich gebe hier 23 Gramm Salz bei und natürlich den Sauerteig. Hier meine Madre Bruno. Ich habe einen festen Sauerteig, also eine Lievito Madre, 220 Gramm. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, oh mein Gott, so viel habe ich nie zu Hause. Dann mach die Hälfte des Rezepts oder züchte deinen Sauerteig einfach etwas hoch. Ich habe immer genügend Sauerteig, das hat mehrere Vorteile. Erstens, ich kann solche Brote backen, ohne dass ich überlegen muss. Zweitens, je mehr Mikroorganismen, das heißt, je größer der Teig, den du zu Hause hast, desto besser und verlässlicher funktioniert der. Wenn du 100 Gramm hast, ist es besser als 25 Gramm. Da kann immer eine Fehlgärung passieren, er kann schimmeln und so weiter. Also er ist viel, viel robuster, wenn du eine Menge hast, die etwas höher ist. Gesetztenfalls, du kannst es natürlich aufbrauchen, sonst bleib bei deiner Menge. Einfach ein kleiner Tipp von mir. Küchenmaschine starten und den Teig richtig kräftig auskneten. Der Teig ist jetzt schön ausgeknetet, ist auch so ein mittelfester Teig, bewusst. Auch hier, dieses Rezept, da hast du wirklich Spielraum. Willst du einen weicheren Teig, einfach mehr Wasser beigeben oder eine Bassinage machen? Du kannst den sogar so fest verdünnen, bis du einen Ciabatta hast. Einfach mit dem Wasser steuern. Super, super simpel. Gebe ich in eine Box, mache hier noch den Fenstertest. Beginnen wir hier auseinanderzuziehen. Jedes Vollkornmehl und Weizenmehl reagiert anders. Ich würde mal mit dieser Wassermenge starten und allenfalls etwas mehr dazugeben. Guck mal. Trotz Vollkornmehl lässt sich der wunderbar auskneten. Jetzt lasse ich den 2 bis 3 Stunden gehen, 1 bis 2 Mal dehnen und falten, dann wird das Teil geformt. Dehnen und falten ist angesagt, von überall schön in die Mitte reinlegen. Wunderbar, weiter gehen lassen. 3 Stunden geht jetzt der Teig, jetzt wird er geformt. Ich mache mir hier 2 große Brote. Und da muss ich gar nicht viel machen. 2-3 Mal durchs Mehl schleifen, nach hinten runterziehen und länglich formen. Wir haben schon eine schöne glatte Oberfläche. Von dem her passt das eigentlich wunderbar. Und in einen Gärkorb legen. Zudecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Es wird Zeit, die Teile zu backen und hier bist du wirklich ziemlich flexibel. Ob das jetzt 10 Stunden im Kühlschrank ist, 16 oder 18, das spielt keine Rolle. Ich würde sagen, nicht länger als 20 Stunden, sonst müsste man das Rezept anpassen. Aber hier hast du ein schönes Zeitfenster. Jetzt ist es so, wenn du nur ein Brot auf einmal backen kannst, dann kannst du das andere einfach noch im Kühlschrank lassen. Ich backe die direkt aus dem Kühlschrank. Es gibt einige, die sagen, hey, ich lasse die noch 20 Minuten in der Küche stehen. Funktioniert alles einwandfrei. Ofen ist vorgeheizt, hier das Mehl auf den Schießer. Brote stürzen. Richtig tolle Laibe. Und jetzt mit dem Messer 45 Grad Winkel schön einschneiden. Hier wirklich so im Bogen darüber. Mit der Spitze nur schneiden, nicht hinten, sonst hängt man gerne an. Schauen, dass die hier nicht kleben. Und ab in den Ofen damit. Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht. Schließen
Temperatur auf 220, 210 Grad senken und die Brote hier werden für 55 Minuten gebacken, nach 20 Minuten den Dampf rauslassen. Nach 55 Minuten kommen diese Riesenbrote zum Ofen raus. Guck mal, wie die explodiert sind. Ah, das ist herrlich. Dieser Glanz hier beim Ohr, das schön aufgerissen ist, schöne Krustenrisse, schöner Ausbund. Ah, herrliche Brote. Schneiden wir es an. Man hört es schon. Schön lockere Krumenstruktur, wunderbar. Elastische, feuchte Krume. Brotbacken muss nicht kompliziert sein. Es ist aromatisch, säuerliche, röstige Noten, dann so ein bisschen von der Kleie, vom Vollkornmehl. Kruste, zartsplitternd, eher eine dünne Kruste, aber gut gebacken. Da haben wir Röstaromen drin. Das ist ein richtiger Allrounder, der passt einfach zu allem, ob süß oder salzige Belege. Zu jedem Essen kannst du dieses Brot bringen. Wenn es mal schnell gehen muss, nicht unbedingt schnell, aber wenn du nicht weißt was, dann kannst du dieses Brot ansetzen und am nächsten Tag backen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Kommentar da lassen, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.